möchte mich zuerst herzlich bedanken dafür, dass es einen breiten Konsens gibt zu diesen beiden Maßnahmen, zur Änderung der Artikel 50 und 56 und zur Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Schweiz im Bereich der Weltraumtechnik. Zu ICAO wurde alles gesagt. Ich möchte, wenn Sie erlauben, ein bisschen auch darstellen, was im Bereich der Luftfahrt in den nächsten Monaten, Jahren auf uns zukommen wird. Es wurde erwähnt, auch eine persönliche Erfahrung, nämlich eine Verspätung auf einem Flughafen. Ich glaube, fast jeder von Ihnen, der in den letzten ein, zwei Jahren unterwegs war, hat irgendwann einmal eine Verspätung erlebt. Das letzte Jahr war das Rekordjahr. Es gab noch nie so viele Verspätungen wie jetzt. Und wir haben uns angesehen, sind es vor allem die Billigfluglinien oder sind es auch die renommierten Fluglinien, die einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. In beiden Bereichen haben wir ähnliche Werte, weil wir extreme Engpässe haben personeller Natur bei der Flugsicherung. Wir haben Engpässe bei den Piloten, beim Kabinenpersonal und bei den Kapazitäten. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir im nächsten Jahr wieder ein Rekordjahr erreichen, was Verspätungen anbelangt. In etwa jeder dritte Flug könnte betroffen sein. Das heißt, was wir tun müssen, ist, dass wir jetzt intensiv schauen, dass wir diese Kapazitäten erhöhen, dass wir auch die technischen Voraussetzungen schaffen, damit auch die Flugsicherung und Flugüberwachung noch besser funktioniert. Wir haben zum Beispiel mit der Firma Frequentis in Österreich ein Unternehmen, das hier an der Weltmarktspitze ist und großartige Leistungen erbringt, wo man auch eine Leistung aus Österreich verkaufen kann, dass zum Beispiel, wenn man einen Flughafen überwacht, man nicht mehr selbst am Tower sitzen muss. Wo Frequentis sicherstellt, dass man in einem anderen Land sogar sitzen kann, wo es eine Auflösung gibt, wo ich den gesamten Luftraum überwachen kann, wo ich in Hochauflösung sehe, welches Flugzeug kommt rein, mit Kennung, mit Geschwindigkeit, mit Höhe und auch in der Nacht. Das sind die Unternehmen, die wir hier in Österreich haben und die auch sehr zur Flugsicherheit beitragen. Was das Personal anbelangt, bin ich fest davon überzeugt, dass wir es jungen Menschen einfacher machen müssen, im Bereich der Luftfahrt Fuß zu fassen. Es sind oft die ganz kleinen Vereine, die in allen Bundesländern vertreten sind, die kleinen Clubs mit den vielen Ehrenamtlichen, die dafür Sorge tragen, dass junge Menschen zur Segelfliegerei kommen, einen Motorseglerschein machen, eine Privatpilotenlizenz erhalten, eine Multi-Engine-Lizenz, Schleppberechtigungen, irgendwann ja, den Berufspilotenschein, den Linienpilotenschein. Das ist so der Weg und wir brauchen ganz, ganz dringend Personal, und das ist auch mein Aufruf jetzt an alle, die zuhören, sich zu trauen, sich zu bewerben in der Luftfahrt und auch vor allem Frauen sich zu bewerben. Wir haben einen sehr geringen Frauenanteil im Bereich der Pilotinnen und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Frauen oft beim Fliegen noch viel mehr Fingerspitzengefühl haben, als das bei uns Männern der Fall ist. Also wir brauchen dringend dieses Personal. Im Bereich der Weltraumtechnik hatten wir erst vor wenigen Tagen eine sehr, sehr interessante Konferenz in Graz. Österreich investiert direkt und über Umwege, auch über die Europäische Union, fast 100 Millionen Euro jährlich in den Bereich der Weltraumtechnik. Was wir investieren im Rahmen der Programme in der Europäischen Union, kommt fast punktgenau, Cent für Cent, wieder nach Österreich zurück. Das heißt, wir profitieren direkt von diesen Mitteln, die wir dort einsetzen. Erst jetzt haben wir einen Riesenerfolg erzielt mit einem rund um ein Team der TU Graz, Professor Kotelka. Es wurde ein Nanosatellit gebaut. Das sind Satelliten, die nicht viel größer sind als dieses Mikrofon, aber die großartige Leistungen erbringen. Und dieser Nanosatellit, made in Austria, hat eine Nova beobachten können. Und zwar in einer Zeitauflösung, wie sie bisher noch nie da gewesen ist. Dieser Satellit wurde eigentlich gebaut, um, glaube ich, 2 Jahre zu senden und hat jetzt schon, glaube ich, mehr als die doppelte Zeit, die er arbeitet. Und das ist eine großartige Leistung aus Österreich und wir haben sehr viele Firmen, die hier wirklich auch Tolles leisten. Eines habe ich noch vergessen zu sagen, das wollte ich noch beim ersten Punkt erwähnen. Wir haben im Bereich der Luftfahrt immer so zeitliche Spannen gehabt, wo es disruptive Entwicklungen gegeben hat. Das war also natürlich zuerst der erste Flug mit Motor, Gebrüder Wright, oder zuerst Lilienthal, der erste war, der mit einem Gleiter geflogen ist. Dann eine sehr rasche Entwicklung bei der Motorentechnik und dann plötzlich das Jet-Zeitalter mit den Strahlturbinen, die die Luftfahrt, die Geschwindigkeiten völlig verändert haben. Und dann war eigentlich lange Zeit nichts. Wenn man sich die Boeing 747 aus den 60er Jahren ansieht, ist sie nicht viel anders als Flugzeuge, die wir heute kennen. Ja, bessere Triebwerke, weniger Verbrauch. Aber jetzt kommen die Drohnen. Und die Drohnen ändern wieder alles. Elektrisch betriebene Luftfahrzeuge, Sie alle kennen diese ganz kleinen Drohnen. Ich bin diese Woche geflogen mit einer manntragenden Drohne, wo man drinnen sitzt.
die vom Boden aus gesteuert wird. Man glaubt, das ist alles Zukunftsmusik. Wir haben in Wien einen Testflug gemacht in einem Stadion. Es funktioniert. Reichweite 40 Kilometer, man gibt das Ziel ein, den Waypoint, wo man hin will, und man wird transportiert. Und die Firma FACC, es werden diese Drohnen in Österreich gebaut werden, sagt, mit den neuen Batterien wird man 100 Kilometer fliegen können. Das heißt, das wird die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, völlig verändern. Also vor allem im urbanen Raum, weniger Stau. Auch ein Immobilienentwickler hat mir erzählt, er baut seine Gebäude bereits so, dass er diese Drohnenlandeplätze am Dach mit einplant. Also in wenigen Jahren sind wir hier tatsächlich so weit, weil das autonome Fliegen bei den Drohnen viel einfacher umzusetzen ist, als das bei den Fahrzeugen, bei den Autos der Fall sein wird. Also ich sehe es als riesige Chance. Österreich ist mit dabei, mit den tollen Unternehmen, die wir haben. Wir sichern damit Arbeitsplätze im sehr hochwertigen Bereich. Und ich bedanke mich sehr bei allen, die bei diesen Entwicklungen mitarbeiten, bei den tollen Unternehmen, bei den Forschungsförderungsgesellschaften, aber auch bei der Politik quer durch alle Lager, auf Bundesebene, Landesebene, die diese Entwicklung auch erst möglich gemacht haben. Vielen Dank.